Naja, aber ist ja egal. Also ich weiß auch nicht, ob es so etwas gibt. Wahrscheinlich dann in irgendeiner Mod. Mir ist es aktuell nicht möglich mit den Sachen, die ich habe, oder mit den Mods. Ist ja auch nur so eine Idee, also wie gesagt, ist ja nicht so wichtig. Ja, machen wir hier drin weiter. Schon wieder was nachgeploppt. Wie viel haben wir denn noch? Naja, ist gar nicht mehr so viel. So, da ist einer. Hat noch gefehlt. Oh, davon aber auch. So, also die 14. Lage ist fertig. Die 15. habe ich jetzt auch mal vorbereitet. Vielleicht kommen wir später in dieser Aufnahme nochmal dazu, die 15. zu machen oder zumindest damit anzufangen. Ich will, nachdem ich jetzt hier fertig bin, wieder zurückgehen zur Alchemistenkammer. Mit der Wohnung für den Alchemisten sind wir ja fertig. Ach, und da fällt mir ein, Ultron hat angeregt, dass ich mal wieder fotografiere und Landschaftsbilder aufhänge. Ja, genau. Also, ja, gute Idee. Moment, da hinten fehlt noch was. Will ich gerne machen. Das Problem ist nur, ich muss nur dran denken. Den Fotoapparat habe ich ja hier. Na, wo ist er denn? Da, da unten. Da ist er. Und mit etwas Glück weiß ich auch noch, wie man den bedient. Wenn nicht, dann muss ich nochmal nachschauen. Da vorne ist auch eine Lücke. Machen wir gleich zu. Da war sie. Ich glaube, ich muss doch mal einen Schluck aus der Pulle nehmen. Weil ich schon wieder heiser werde. Weiß gar nicht, wo, warum. Wahrscheinlich vom vielen Sprechen. Halt, dich hinlegen. Ich muss schon die Taste drücken. Oh, da wäre wieder eine Lücke. So, jetzt dürfte mir aber auch bald der Stein ausgehen. Das ist der letzte Stapel, der da ist. Der ist gleich weg. So, das war's. Dann werde ich jetzt einfach mal zum Lager gehen und ein bisschen essen. Nee, ich wollte nicht zur Werkbank. Achso, ich bin fertig, okay. Fertig mit Essen. So. Nein, so. Stimmt, ja, ich erinnere mich wieder, wo ich gerade die Glasscheiben sehe. Ich habe beim Einräumen, dachte ich mir doch, ich müsste doch noch irgendwo Glasscheiben haben. Habe ich die doch schon eingeräumt? Ich habe sie irgendwie vermisst. Okay. Ich schmeiße jetzt alles da rein. Ja, ich habe die Glasscheiben dann irgendwie vermisst und dachte mir, dann muss ich sie doch wohl schon eingeräumt haben. Ja, von wegen, war da aber nicht. So, das alles dahin. Und Bruchstein holen. Den hole ich ja einfach vom Keller unten. Nee, da runter. So. Okay, da. Ja, ich kann da ruhig mal alles hier einfach rausnehmen. Okay, reicht das mal. Wir brauchen ja noch mehr von dem Bruchstein. Packe ich jetzt erstmal. Nö, den muss ich jetzt. Nee, den kann ich jetzt gleich mitnehmen. Kann ich hinterher noch da reinpacken? Ach, Moment, ich kann mich da nach unten teleportieren. Dafür ist das Ding noch da. Und dann laufe ich jetzt einfach mal auf gut Glück in eine Richtung. Eine Stelle habe ich ja noch fertig zu machen. Ah, da bin ich schon fertig. Okay, ich glaube, ich bin so rum lang gegangen. Ach, das ist da oben. Ja, okay. Da oben ist noch eine Lücke. So, hier, da haben wir aufgehört. Ja, ich mache einfach mal da weiter. Ah, wieder eine Lücke hier. Ah, da ist das andere. Ich mache mal da weiter. Oh, das war's schon. Ja, das ist ja okay. Zack, zack, zack. So, zwei Reihen noch. Ja, genau. Warum macht er so eine Zweierlücke? Ich verstehe das nicht. Eine Einserlücke, okay, das kann ich ja noch nachvollziehen.
Lücken. Eine Zweierlücke. Das hieße ja, dass der zeitliche Abstand, wann ein Block hingesetzt wird, also sofern denn frei ist, um eine Kleinigkeit größer ist als der zeitliche oder als die Zeit, die ich brauche, um über einen ganzen Block hinwegzulaufen. Nee, ich muss dahin. Naja, ich habe da keine Untersuchungen gemacht. Ich werde sie wohl auch nicht machen. So. Da mache ich gleich da weiter. Ich glaube, dass. Ja genau, das ist jetzt wieder so eine kleinere Seite. Aber wir haben doch schon zwei große Seiten gemacht, oder? Da vorne doch, ist doch auch schon. Naja, wir werden sehen. Wir werden ja nach da vorne kommen. Dann machen wir erstmal das hier. Ich mauere mich hier ein. So, zack, zack. So, das hätten wir. Okay, dann fangen wir mal an hier. Ja, Zombie ist ja gut. Der nervt. Der Zombie. Den mache ich jetzt mal weg hier. Der stört mich hier. So, jetzt ziehe ich mal diese Linie hier durch. Ja, ganz durchziehen. Mal schauen, wie lange ich das heute aushalte. Ich wollte eigentlich... Oh, das ist ja... Ja, wie gesagt, etwas kürzer. Ich wollte eigentlich heute 5 Folgen aufnehmen. Wenn ich noch Ideen habe, was ich machen kann. Und, ja, wenn meine rechte Schulter das mitmacht, denn die ist ein bisschen angeschlagen. Ich weiß jetzt nicht so recht, woher das kommt. Vielleicht zu viel gespielt. Obwohl meine Haltung hier am Tisch eigentlich ganz okay ist. Ja, es kommt wohl daher, dass die rechte Schulter angeschlagen ist vom... Das ist jetzt seit ein paar Tagen so. Ich habe mich wohl nachts irgendwie falsch hingelegt. Und das will irgendwie nicht weggehen. Das heißt, ich muss Training machen. Ja, ein bisschen Liegestütze, ein bisschen Schultertraining und sowas. Das ist nie verkehrt. Und genau das ist das, was man dann machen muss. Keine Ausreden. Genau das muss man machen. Und natürlich nachts dann eben entsprechend anders hinlegen. Also, aha, okay, ich habe das hier doch noch nicht gemacht. Sehen wir gerade. So, da weiter. Und es wird schon wieder Nacht. Na gut. Zack, zack, so. Machen wir da weiter. Aber das ist jetzt auch nur so ein kleines Ding, ist ja so schmal. So, erstmal wieder das Bett raus. Moment, Bett hinstellen. So. Und es ist schon, haben wir gerade gesehen, wieder einiges an Bruchstein schon weggegangen. So, Bett soll dahin. Ja, ich kann hier weitermachen. Was, bin schon fertig? Oh, ja, okay. Geht gerade gut auf hier. Dann kann ich... So. Dann kann ich nämlich die nächste Reihe hier bis ganz durchziehen. Genau, dann kann ich jetzt erstmal die großen, die langen Reihen machen. Diese hier, dann nochmal zurück und wieder hierher. So, und dann den kleinen Teil da innen noch machen. Und dann geht's auf in den Keller. Und dann will ich erstmal diese rissigen Ziegel legen, auch so in dem Treppenhaus da und so. Und dann wage ich mich an die anderen Sachen, über die ich mir noch keine Gedanken gemacht habe. Ich kam irgendwie doch nicht dazu. Das macht aber nichts, machen wir das eben so jetzt. So, jetzt sind wir ja hier gleich fertig. So, wieder was Neues reingeploppt. Ja, schön. Ja, das wird echt ein Bruchsteingrab hier. So. Damit dürfte das fertig sein. Fehlt hier noch was? Nee, da müsste ich noch was weghauen hier. Ja, stimmt. Ja, dann machen wir das nochmal schnell. Moment, so. Da.
muss ja auch gemacht werden. Da müssen wir nach oben fliegen. Ja, dann hier. So, der Sand noch weg. Und der, auf dem ich stehe, auch. So, das dürfte genügen. Nee, da ist doch ein Stück Sand übrig geblieben. So. Ja, wir haben noch ein bisschen Höhe. Und das auch hier. Ja, genau. Oh, da fliegt ja was. Zack. Schnell was reingemacht. Ja, dann sollte ich aber eigentlich auch hier was wegmachen. Ja. Ach doch, das machen wir schon noch. Ja, doch. Einfach gleich hier von dem nächsten Dings hier was wegmachen. Das wäre dann also hier. Moment, hier. Die können erstmal so weg. Dann mit der Schaufel. Da ist noch mehr. Dann auch noch was. So, jetzt aber. Das hier, so. Nee. Hier geblieben. Oh, das war's schon. Ja, hier, genau. Genau erwischt. Und dann, da fiel auch noch was. Ich weiß nicht, warum. Oder sollte da noch ein Weiß sein? Nee, da soll kein Weiß sein. Gut, dann hier nochmal. So, erst nochmal das hier wieder weg. Nein, ich wollte doch die Schaufel nehmen. So, genau, das passt so. Ich drehe mich mal um, dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr sehen hier. Na, so. Ja, genau, das passt. So hätten wir an der Ecke auch wieder ein bisschen Platz gemacht. Ja, das müssen wir an weiteren Ecken ebenfalls noch machen. Da vorne zum Beispiel. Da hinten, da ist es weniger dann, weil das nicht so hoch ist. Also weniger zum Wegmachen. Ja, hier. Ja, ach komm, das lassen wir nochmal. So, hier ein bisschen was weg, da ein bisschen was weg. Ja, und so. So, reicht das mal. Mal schauen, was wir da haben. So breit ist das hier aber auch nicht mehr. Na ja, gut. Mal abwarten. Hier ist auf jeden Fall Sand. Ja, die Ecke machen wir weg. Dann werde ich mal die Schaufel hernehmen. Die kann ich mal daneben hier legen. So. Ja, gut. Dann zack, zack. So, dann ging das recht schnell weg. Okay, alles klar. Gleich weiter zur nächsten Ecke. Die ist auch nicht so hoch wie die da vorne. Das ist ja dann ohnehin schon die letzte hier. Hier, boah, das lassen wir nochmal so. Ja, aber das auch hier, komm. So, nö, das passt schon. Okay, dann erkläre ich das jetzt mal für fertig hier. So, Moment, die Sache wieder aufräumen hier. Da rein und das dahin. Und die Sachen kommen weg. Und da oben, Moment mal. Da hat sich schon einer reingeschmuggelt. So, 15. Lage ist fertig. Das, Moment mal, 15. Ne, die 14. Ich habe mich vertan. Die 14. Ja, die 14. Das ist noch nicht die Hälfte dessen, was wir brauchen. Da fehlt schon noch einiges. Also, ich weiß es nicht mehr. Ich muss da nochmal Berechnungen anstellen. Wie viele Lagen es denn sein müssen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Wir können da erstmal noch weitermachen. Es dürften so um die 30 gewesen sein. 30 bis 34, irgendwie sowas. Weiß ich nicht mehr genau. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Also dann ist das hier mit 14, ja, eben noch nicht die Hälfte. Definitiv noch nicht. So, dann, ach ja, genau, ich wollte erst den Bruchstein da reinpacken. Und den Rest, ja, komm, den nehme ich jetzt einfach gleich mal. Oh, guck mal hier. Da ist ja davon auch kaum noch was übrig. Habe ich das alles weggelegt? Also hier da in diesem 14. Kringel da. Oder habe ich das... Moment mal, wir schauen mal nach. Hier in diese Kiste mit rein. Ja, ein bisschen was, aber echt nicht viel. Ja, das bisschen ist noch übrig.
gebrannter Ton, nehme ich mit. Haben wir hier noch gebrannten Ton? Ton. Brauner gebrannter Ton. Wie macht man den hier nochmal? Ich muss nochmal schauen.